Auf Level 18 startet ihr? Dann einmal 3, 2, 1, Tetris! Ein 18 Start. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir dieses Turnier Level 18 sehen. Es ist, wie ihr sehen könnt, deutlich schneller als Level 15. Damit ist eine komplett andere Herausforderung an die Spieler. Und das erste Tetris geht raus an Giant und Till legt direkt nach. Es ist damit Neck in Neck. Ich habe die Vorstellung gehört, wenn sie sollen sagen, Hals in Hals ab jetzt statt Neck in Neck. Ich würde mal sagen, wir können davon gerne abstimmen. Oh, aber anscheinend Till musste etwas zu viel lachen und hat darum leider einen Top-Out erlitten. Hat der schon mal ruhig gewesen? Damit heißt es 1-0 für Giant. Das war nicht das erste Spiel. Sind die Spieler fertig? Dann, auf welchem Level wollt ihr heute starten? 15. Damit der nächste 15 statt 18 war ihnen doch etwas zu schnell. Und damit heißt es wieder 3, 2, 1, Tetris! Beide öffnen das Spiel sehr klassisch. Giant ist bereits Tetris ready und kann das erste Tetris für sich sichern. Till hat sich ein sehr interessantes Feld aufgebaut, aber er kann sich auch ein erstes Tetris sichern. Mit anderen Worten, ich habe Scheiße gebaut. Ja, ich wollte es positiv formulieren und jetzt nicht fertig machen. Aber Giant legt mit dem nächsten Tetris hinterher, womit es jetzt ein Eintritt, das für Giant ist. Beide müssen etwas burnen, hingegen Till einen leicht dummen Mistdrop leider hingelegt hat. Mistdrop oder Mistdrop, ihr könnt es euch aussuchen, es trifft beides sehr gut zu. Giant konnte sich den nächsten Tetris sichern. Till muss etwas degen, scheint das allerdings interessant aufzusetzen. Ich spiele sowieso lieber B-Modus. Ich habe gehört, er spielt gerade lieber B-Modus hier. Giant kann mit dem nächsten Tetris sein Lead auf 50.000 Punkte erweitern. Das war ein sehr schöner Attack von Till. Kommt noch irgendwann. Es kommt endlich die Longbar, auf die er so lange gewartet hat. Und es ist ein Tetris für ihn. Damit ist es noch ein 35.000 Punkt. Ich muss mich entschuldigen, es ist wieder ein 50.000 Punkte Lead. Aber er hat eine etwas bessere Situation vom Board. Er hat einen Dirty Triple hingelegt. Puh. Und es heißt wieder Tetris für Giant. Damit hat er mittlerweile einen sehr hohen Vorsprung. Er bereitet einen T-Spin vor. Er hat den T-Spin leider nicht geschafft. Er hat dazu noch dieses Longbar leicht gemistdroppt. Giant kann den nächsten Tetris rausholen, damit er bereits einen fast 90.000 Punkte Vorsprung. Mistdrop und Mistdrop, bitte. Wir sind hier im Deutschen. Wir planen Mist-Tetris genannt Mistdrop. Okay. Ja dann? Anscheinend hat der User, der sie dann für Werbung für uns gemacht, einmal ein dickes Danke dafür an dich von mir und allen anderen Leuten hier. Till hat leider wieder viel zu diggen. Eine ähnliche Situation hatten wir ja bereits eben gehabt bei Sakurion. Giant hat allerdings auch ein nicht mehr so ganz cleanes Feld. Kommt für ihn die Longbar oder muss er etwas burnen? Ich glaube, er muss burnen. Kann er noch? Schafft er es noch zu? Er schafft es nicht mal zu burnen und hat da jetzt seinen Top-Out. Till, du musst nur noch um die 110.000 Punkte aufholen. Das ist schaffbar. Ich glaube an dich. Besonders für einen gar nicht mal so unbegabten Spieler wie dich. Er macht einen sicheren Push mit Burn. Er möchte nicht auf Full Risiko spielen und dann selbst top-outen. Aber er baut sein Feld leider auch etwas zu. Alles machbar. Boom, top-out. Nicht lachen, sondern konzentrieren. Ja, ich kann sagen. Oh, das sieht nicht so gut für ihn aus. Aber er scheint. Er hat es doch gut gerettet.
Damit scheint er langsam, aber sicher aufzuholen. Es sind mittlerweile keine 100.000 Punkte mehr, die er aufholen muss. Slowly but surely. Ja, es sind 96.000 oder so. Er hat aber mittlerweile auch bereits 80 Lines und der Mistdrop! Und der Mistdrop! Ich habe den getan, das kann jeder bezeugen, ja. Aber ich hab ja gar kein Handcam-Footage hier. Doch, du hast ein Handcam-Footage, aber du hältst den Controller ein bisschen weird. Und ein nächster Mist. Nein, hatte der das eigentlich sichere Match. Kommt jetzt. Ja. Jetzt sicher im Sinne von hätte es eigentlich mit dem richtigen RNG, aber damit ist es ein Top-Out für ihn. Und dann steht es 2-0 für Giant und Giant holt sich dieses Match. Ich meine, Schuld müssen wir hier auch natürlich darauf schieben, dass sehr viel gedacht wurde nebenbei. Damit ist Giant weiter. Und im nächsten Match heißt es, wie bereits angekündigt, Blau gegen Paul. Aber leider nicht Blau gegen Plau. Blau war und Paul? Ich vermute mal, Blau war muss nach links und